Hallo, liebe Detektivfreunde, und ein herzliches Willkommen zu The ABC Murder. Wir hatten in der letzten Folge ja herausgefunden, welches das nächste Opfer sein wird. Es ist auf jeden Fall Bexel und fängt mit B an. Und wir haben einen Anruf gekriegt von Jeb und es verheißt nichts Gutes. Es wurde eine Leiche am Strand gefunden. Wir werden jetzt mal gucken, wer es ist und herausfinden, ob wir... das nächste Opfer vielleicht auch noch retten können. Okay. So. Dann schauen wir mal. Hastings appears to be ill at ease. He appeared to be relatively indifferent to Mrs. Asher's murder, but a young woman's murder seems to be troubling him greatly. Vielleicht kannten sie sich. Gucken wir mal. How do you do, gentlemen? Chief Inspector? I fear your admirer has struck again, Poirot. We haven't yet identified the victim, but it's a young woman, 20 to 25 years old. Death occurred last night between 11:30 and 1:00, and we found an ABC guide on the body. Was she pretty? Come on, Poirot, that's rather out of place. It has no bearing on the murder. Are you certain? For women, it is often the most important thing. It often decides their destiny. The body hasn't been moved. You can see for yourself. Has the press been informed? Not yet, but I'm planning to. I haven't yet informed them about the presence of the ABC guide in Andover. Nobody has reported a young woman missing? Not for the moment. No witnesses, I imagine? Indeed. We've asked everybody who may have met a young woman fitting her description last night to come and see us, but... I have little hope of gaining anything from it. It's early days, Chief Inspector, and the news may not have spread around the town yet. I hope you're right, Hastings. Okay. Interessant. Es ist diesmal eine jüngere Dame und zwischen 23 Uhr und 1 Uhr morgens. Welche Dame geht da am Strand? Okay, vielleicht war irgendwie ein Fest oder so in der Nähe. Man weiß es nicht. So, wir sollen... den Tatort untersuchen. Das werden wir jetzt auch machen. Okay. Wir haben 7 Beweise, die wir finden müssen. Und ich sehe schon so ein paar Beweise. Ich denke, die seht ihr auch. Dann wollen wir uns die mal anschauen. Wir haben wieder ein ABC-Buch. The guide is open at the page for the Bexhill train times. Richtig. Und es lag wieder mit der Innenfläche nach unten. Ein Schlüssel? This key is too small to be one for a house. Without a doubt, it is for a padlock. Definitiv. Wir haben auch ein Seil. A braided silk belt. It may have belonged to the victim. Was haben wir noch? Ja, das Buch hatten wir. Sie hat keine Schuhe. The young woman wasn't wearing shoes or a coat and was not carrying a bag. That's strange. Either the murderer stole her belongings or she put them somewhere safe. Maybe so that she could bath. Ja, das könnte sein. Natürlich. Sie hat auch... These marks have been left by a rope or a braided cloth. Das, was wir hier haben. Geschminkt. Was a great beauty. Strange that chap didn't notice it. Dafür haben wir keine zweite Perot. Und die Hand. Sie hatte vielleicht was an der Hand. Apart from the marks on her neck, there are no signs of the struggle. She didn't manage to hit her assailant. Let us now try and get our brain cells to work. Alles klar. Wird gemacht. Okay, auf welche Weise wurde das Opfer ermordet? Wir gucken jetzt mal. Das Opfer hat seine Sachen nicht mehr. So, das ist zum einen. Sie hat sich nicht gewehrt. Es gab einen geflochtenen Seilenschall, was ich vermute, dass es die Tatwaffe sein wird. Und sie hat Spuren am Hals. Yes! The poor child must have been strangled with his braided belt. Unfortunately, in view of the fabric, it is unlikely that we will find any prints. Let us now try and get our brain cells to work.
Nochmal, cool. Und wir haben einen Schlüssel eingesteckt, glaube ich. Okay, welche gemeinsamen Punkte gibt es zwischen dem Mordfall in Endor und dem in Bexhill? Tatsächlich gab es in Endor ein ABC-Buch, sowie auch in Bexhill. So, wurden die Verbrechen von Endor und Bexhill vom selben Täter begangen? Definitiv. Wir haben eine Ankündigung gekriegt. Ach, schade. Macht er nicht. Okay, sie hat nur eine Verletzung im Hinterkopf. Das passt aber nicht. Nee. Das ist genauso wenig. Das wäre ja ein Ding. Wenn das passt, dann quasi ein Besen. Oh, tatsächlich nicht. The medical officer should confirm that the victim was strangled with her own belt. That's what I thought. She shows the usual signs of strangulation. With a little luck, we'll find prints this time. You are too optimistic, Hastings. Our killer is far too meticulous for that. Okay. Ich kann wieder... Ja, ich darf wieder was sagen. Das ist sehr gut. Okay, wir werden keine Fingerabdrücke finden. Die Frage ist... Wir haben Schlüssel, sehe ich jetzt. So, wofür können wir diesen Schlüssel nutzen? Ich denke, die Dame wird irgendwo hier ihre Sachen reingetan haben. Wir müssen das Opfer identifizieren. Da haben wir eigentlich jetzt alles gefunden, oder? Genau. Okay. Dann würde ich mal sagen, gehen wir zu diesen Schränken. Wo könnte der Schlüssel passen? This hat is locked. Ich möchte gerne mal hier die abgucken. Okay. Wo könnte der passen? Da passt er nicht. Da passt er auch nicht. Oh. The key does not fit the lock. Okay. Er passt da nicht rein. The key does not fit the lock. Mhm. Nehmen wir mal die 9. The key does not fit the lock. Okay. Wir haben noch. Aber da hat der Schlüssel ja nicht reagiert, ne? Nee, da reagiert er nicht. Und darauf nicht. Oh. Ach du Schande. Wir brauchen einen Code. A dual locking padlock. I need to find the code and then insert a key. Wir haben noch keinen Code. Okay, das heißt, wir müssen einen Code suchen. Ja, möchte ich. Ein kleiner Schuh. Ja, weiß ich. This hat is locked. Ja, aber ich glaube nicht, dass es der Schlüssel ist, oder? Nee. Es wird die 9 sein. Die Frage ist natürlich, wo finden wir jetzt. Wo finden wir jetzt ein. Das Opfer identifizieren? Haben wir denn schon? Nee, wir haben alles freigeschaltet, ne? Genau. Da haben wir alles. Das ist natürlich eine sehr gute Frage. Hat sie vielleicht irgendwie... Kann man bei ihr was sehen? Hat sie da irgendwie was? Nein. Okay, dann wir gehen mal in dieses, dieses Geschäft, was wir da gesehen haben. Da werde ich jetzt mal hingehen. Vielleicht finden wir da was. Hier sehe ich so nichts. Gehen wir da mal hin. Ich denke, sie hat ihre Sachen eingeschlossen. Ich meine, wenn ich am Schrank und ich möchte meine Füße oder so bahnen, würde ich sicherlich auch machen, meine Schuhe ausziehen. Wir gucken mal, ob wir reinkommen. I have a few more details I wish to clarify before visiting the Ginger Cat. Okay, wir kommen da nicht hin. Schade. Wir müssen aber noch identifizieren. Hm.
ist natürlich jetzt eine gute Frage. So. Hastings appears to be ill at ease. Achso, nee, das kennen wir ja schon. I fear that this case is far from being solved. Come on, Poirot. You'll find the killer. Certes. But how many times will he kill before I do? Wir brauchen ein Code. Nee, da komme ich nicht hin. Okay. Ah, wartet mal, wir können There is hier no gucken. Doubt about it. Bexhill has one of the most beautiful beaches in the area. Das ist unwichtig. There is no doubt. So. Sag doch nur das Gleiche. Wir sollen die Leiche identifizieren. Wie kann man sie identifizieren? Da wird nichts sein. Das hat. Da können wir weitermachen. Ich möchte nochmal zu dem Schloss. Wartet mal, da fehlt eine Schraube. The number is upside down. This is definitely at number 6. Und da steht ein Code. 715. Okay, probieren wir den mal aus. A dual locking padlock. Ja, ja, ich weiß. Okay, wir probieren es mal. 715. 7. 1. Alter, das ist einfach. 5. Und den Schlüssel. Es hat geklappt. Nice. Okay. Achso. Einmal. Und einmal. Oh Gott. Nicht so einfach. Da ist die Tasche. It definitely was here that the victim left her belongings. Die Tasche. Verse 4. Yet again, we can dismiss theft as the motives for the murder. Here is the watch she must have removed to prevent it from getting wet. A top brand lipstick. She liked to take care of her appearance. As well as a photo of the victim with some company. It could be useful to me. Kannte sie das Opfer? Oder war es ein Freund? Verwandter? Wer weiß? Ich könnte was trinken. Okay. Und wir haben hier noch was. Betty's first day at work. Mom is very proud of you. Aha. Steht was auf der Rückseite? Nein. Betty's first day at work. Mom is very proud of you. Elizabeth Barnard, 7 August 1931. So. The young lady did have a name starting with B, and she worked as a ginger cat, an establishment that must be slightly further along the beach. Interessant. Jap has gone to the police. The victim has been identified and her family had reported her disappearance. She was called? Elizabeth Barnard, mainly Betty. She worked as a ginger cat at the cafe slightly further along the beach. But Poirot, how on earth? Never mind. Do you have her address? Yes, she lived with her parents on the street leading to the beach, number 22. Shall we go? You are far too impatient, Hastings. Let the poor people take in the news first. Let us go and visit the cafe where Betty worked. Da bin ich noch der Meinung. Also nicht gleich zu den Eltern. Aber jetzt warte mal, stimmt. 5, 9, 7, 8... Tatsächlich. Da habe ich gar nicht drauf geachtet. Interessant. Okay, dann wollen wir mal ins Café, das nicht mit mir anfängt. Also hat es nichts damit zu tun, wo sie arbeiten, tatsächlich, sondern wohl nur die Stadt und der Name. Der Mörder ist sehr raffiniert. Okay,
gehen wir erstmal ins Café. Ja, ich würde auch jetzt nicht gleich die Eltern hingehen. Die müssen das wirklich erstmal verdauen. Okay. Auf ins Café. Da steht er schon. I'll be with you in a minute, gentlemen. Okay. Das ist aber ein süßes Café. Oh, der Tisch ist gedeckt. Interessant. This is a well-laid table. Nothing is out of place and above all, no creases. Wird sehr drauf geachtet. Was gibt's denn noch? Gehen wir mal hier hinten hin. Okay, da geht's nicht. Ich denke mal, da kommen wir noch nicht rein. Die Musik ist cool. Oh nein. Ja, erstmal hübsch machen, ne, für die junge Dame. Dreieckepunkte. Gibt ja auch Punkte. Oh, was haben wir hier? Bettys Arbeitskarte, achso. Und sie hat, achso, genau, dieses Notizbuch. Musik hier läuft. Interessant. What a pity. I don't have any chance to make it work. Beobachten wir sie erstmal. Something tells me that she's the owner of the ginger cat. Interessant. Die Haltung. Sie steht hinter der Theke. Die Haare. This woman must be the owner of the ginger cat. It looks like something is bothering her. How can I help you? A hot chocolate and a tea for my friend, please. I'll bring it straight away. Okay. Warte. Oh, der kleine Fiese. I need to know the time range during which Betty was working on her own. These are the different waiting staff's bills. Which ones were written by Betty? Okay, schauen wir mal. Da, Betty. 11 Uhr M, 7:30 Uhr. Where is Betty? Betty worked from 11 a.m. to 7:30 p.m. Would she have been alone at any time during her service? Also in dem Zeitraum kann sie nicht ermordet sein, da hat sie gearbeitet. No. This person is not the last one to have worked with Betty. Interesting. Betty was alone between 5 p.m. and 7:30 p.m. Who did she serve? Da hat sie nicht gearbeitet. This badge won't help me. Achso. Okay. Ja gut, dann gehen wir weiter gucken. Okay. Dann schauen wir mal. Okay. This bill may have been written by Betty. There is probably another one. Okay, das könnte passen. Diese hier passt auch ziemlich gut. Betty wasn't serving on her own at these two times. Let's keep searching. Ach so, ich will noch mal die Handschrift gucken. Kann man das mit der Handschrift vergleichen? Where is Betty? Nee, kann man tatsächlich nicht. Betty worked from 11 a.m. to 7:30 p.m. Would she have been alone at any time during her service? Ich muss mal schauen. 11 a.m., also von 11 Uhr bis 19:30 Uhr. Von 11 bis 19:30 Uhr. Ich muss noch mal schauen. Von 11 Uhr bis 19:30 Uhr. Von 11 Uhr da wäre was.
Wartet mal. Ich habe da über ein Bill may have been written by Betty. There is probably another one. Ja, gibt es tatsächlich. Diese passt hier ziemlich gut, aber da passt die Schrift. Ist egal. Das ist nur... Achso, okay. 19:30 Uhr. Most probably a single man. A whiskey lover. Maybe the murderer? No, something's not right. Betty was alone at just one of these two times. Okay, ich denke mal, aber das machen wir das in der nächsten Folge, oder? Nee, komm, das machen wir noch. Das ist schon interessant. 5, 3, 2, 3. Warum gibt's jetzt... Warte mal. Warum? Sbiel, mehr. Ja, weiß ich. Ich möchte was anderes wissen. Vielleicht hat's auch mit den Tabletten zu tun. Betty wasn't serving on her own at these two times. Okay, das war's nicht. Ist ja interessant. Da hätten wir noch mal Tablet 8 und 8. 5, 2, 10. Das ist ja schon interessant. Vielleicht auch das Foto angucken, das haben wir auch. Oh! Ein Foto, das in der Strandhütte gefunden wurde, zeigt das Opfer neben einem jungen Mann, ein hübsches Paar. Ja, das stimmt. Das wird uns sicherlich noch hilfreich sein. Definitiv. Okay. Hallo? Achso. Ich möchte nochmal raus. Ja. Ich möchte nochmal... sie weiß nicht viel über das Privatleben ihrer Angestellten. Ja, das habe ich auch festgestellt. Aber ich glaube, wisst ihr was? Das machen wir in der nächsten Folge wieder. Definitiv. Okay, ihr Lieben. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge bei der ABC-Mörder. Und ich hoffe, ihr seid wieder dabei, denn ich brauche eure Hilfe, damit wir diesen Mörder auch fassen können. Denn ich denke, es wird noch ein Opfer geben. Definitiv. Okay, meine Lieben, wenn euch das gefallen hat, ja, dann abonniert doch meinen Kanal, gebt dem Video einen Daumen nach oben. Und wenn ihr mehr sehen wollt, ja, dann verfolgt mich. Wie gesagt, abonniert mich. Und ich wünsche euch ein schönes Daisuki.